Ja, Benedikt, hier haben wir ein schlankes 606 Meter langes Par 5. Genau. Was sagt man da so als Tourpro? Hoffentlich hat man keinen Gegenwind, oder? Draufhauen. Draufhauen und einfach mal Gas geben, ne? Genau. Moin, meine Lieben, ich bin's wieder, euer Silas. Heute mal nicht als Regelpapst unterwegs, sondern als der Rasenreporter. Ich bin nämlich hier in Hamburg, genauer gesagt Winsenluhe, in Golfclub Green Eagle, denn hier findet diese Woche die Porsche European Open statt. Und ich habe das Glück, eine deutsche Nachwuchshoffnung hat mich eingeladen, bei seiner Proberunde dabei zu sein, nämlich Benedikt Staben. Erstmal dafür vielen Dank. Gerne, kein Problem. Und ich frage einfach mal so ein paar Fragen und vielleicht so ein paar Dinge, die die Leute da draußen interessiert. Ja, du bist jetzt 26. Richtig. 26 und hast wann angefangen mit Golfspielen? Mit 10. Mit 10 Jahren? Mit 10, ja. Alles klar. Und einfach so, wie kam es dazu? Ich meine, haben die Eltern Golf gespielt? Oder? Genau, mein Vater war ein ordentlicher Golfer, Handicap 4, 5 damals, was sehr gut war zu der Zeit. Und hat mich auf den Golfplatz mitgenommen und damit habe ich so mit 10 angefangen, ein paar Bälle zu schlagen. Und mit 12 und 13 hatte ich halt mehr Freunde auf dem Golfplatz und habe mich dann dort mit denen immer verabredet. Das war ganz gut. Damals gab es keine Handys oder kein Internet, wenig Videospiele. Da hat man sich mehr auf dem Golfplatz aufgehalten. Und das war erstmal just for fun. Aber wir haben viel gespielt und viel gegeneinander gespielt auch. Und ja, irgendwann wurde ich dann mit 17 so gut, dass ich in die Nationalmannschaft kam. Und habe dort dann viel Turniergolf gespielt, auch international. Und habe schnell gemerkt, dass ich das gerne jeden Tag machen möchte. Und somit war schnell klar, dass ich Golfprofi werden möchte. Ja, okay. Ja. Und mit welchem Handicap bist du dann Pro geworden? Ich glaube mit plus 4,4. Plus 4,4? Plus 4,4, ja. Oh, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Ansage. Ja. Und jetzt, ja, das ist ja auch nicht dein erstes European Tour Event. Du hast letztes Jahr auf der Pro Golf Tour in Tschechien gewonnen, glaube ich. Genau, also meine Spielberechtigung ist auf der Pro Golf Tour, ist die dritte Liga sozusagen. Da ich aber hier aufgewachsen bin, habe ich eine Wildcard bekommen. Ich habe mal vor 2 Jahren durfte ich in Schweden spielen, weil ich dann eine Qualifikation gewonnen habe für die European Tour. Also schon mein zweites Event jetzt. Und mal gucken, ob ich viel gelernt habe aus dem ersten. Ja, und was vielleicht viele interessiert, ich meine, der Hobbygolfer steht am ersten Abschlag, ist auch immer äußerst aufgeregt, gerade am ersten Abschlag. Wie geht dir das so? Bist du heute auch noch aufgeregt am ersten Abschlag? Also bestimmt, ja. Klar bin ich immer nervös. Dieses Turnier ist natürlich auch was Besonderes für mich, wobei ich das nicht so besonders bewerten möchte, weil es ist ein ganz normaler Arbeitstag für mich. Da mache ich meine Arbeit, ja, also meine Aufgaben, an denen ich arbeite tagtäglich. Man muss versuchen, das so normal wie möglich zu sehen. Ja? Also es ist ein ganz normales Turnier, ganz normaler Tag. Es ist ein ganz normaler Schlag, es ist vielleicht der erste, aber das macht es nicht besonders oder schlechter oder anders. Ne? Es ist ein ganz normaler Schlag. Ich glaube, wenn man die Normalität ein bisschen runterbricht, es werden ein paar Zuschauer da sein, es ist ein sehr interessantes, tolles, großes Event, gute Spieler sind da, aber damit ändert sich die Aufgabe nicht. Ja? 240 Meter, 200 Meter, Mitte Bahn, bisschen von rechts nach links oder links nach rechts und dann muss man das einfach nehmen. Also am Ende quasi Business as usual und da wollen wir dir jetzt mal zuschauen. Ja. Wir hören einfach mal rein, was so deine Entscheidungen sind, wie viel Meter du hast. Also es war gerade ein Bombendrive. Genau, es war ein Drive. Du kannst mal hier reingucken. Hier ist 251 Meter und da unten ist 331. Das heißt, der Drive war genau 310 Meter. Das heißt, ich habe bis Anfang Grün 251 und die Fahne steckt 5 Meter im Grün. Das heißt, ich habe 255. Ich werde einfach mal ein Holz 3 Richtung Grün schicken. Aber vorher lege ich noch mal einen Ball ab. Was hast du in der Hand? 7 für den Layup, 170 genau, Meter. Genau, 170 Meter, Eisen 6. Okay, warum entscheidest du dich für das Eisen 6 als Layup? Weil du eine bestimmte Entfernung ins Grün haben willst? Genau, ich möchte ungefähr 80 Meter zur Fahne haben. Weil das deine Lieblingsdistanz ist? Ist meine Lieblingsdistanz, genau. Von da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Ball an die Fahne geht. Ja, wir können dann ja gleich mal gucken, wie viele Meter das dann tatsächlich sind, damit man
Damit der Hobbygolfer mal sieht, wie präzise das dann am Ende alles ist. Und jetzt schlägst du einfach mal, um jetzt zu gucken, wie... grün, genau, dass ich mal gucke, ob der Schlag auch Sinn macht, wenn ich mal, wenn ich vielleicht noch ein paar Schläge habe, die ich aufholen muss, um ein bisschen aggressiver zu sein. Dann habe ich eine Alternative. Ja, meine Lieben, den hat er dann mal eben direkt links neben die Fahne gehauen. Und ich kann euch sagen, so wie sich das anhört, so sieht es auch aus. Also das Ding geht ab wie eine Rakete, zischt in der Luft und es macht einfach nur Heidenspaß, das zu sehen. Das ist was ganz was anderes, auch als wenn man mal als Golfer in seinem Golfclub so Handicap 4, Handicap 5 Spieler oder auch Handicap 0 Spieler sieht. Es ist schon nicht ganz vergleichbar. Was denkst du, was ist so der Unterschied zwischen einem sehr guten Amateur mit Handicap 0 und dann der Profiszene? Genau, also aus eigener Erfahrung, ich gucke jetzt nicht zu viel auf andere Spieler, weil man soll sich nicht vergleichen, man soll bei sich sein. Bei mir war es so, ich konnte den Ball immer sehr gerade schlagen und habe mich auch immer mit der Richtung beschäftigt, aber nie mit der Länge. Also ich habe mal ganz häufig ein Eisen 9 10 Meter zu lang oder 10 Meter zu kurz geschlagen, weil ich halt darauf versiert war, immer richtig gerade zu sein. Und der Kopf kann, also der Körper kann eigentlich nur an eine Sache denken, richtig? Und wenn du denkst an die Entfernung oder an die Richtung. Und das ist zum Beispiel ein Schlag, also der erste Schlag war ein Layup-Schlag, das heißt, es ist nur ein Entfernungsschlag. Der zweite war schon Richtung, weil wenn ich zu weit rechts bin, bin ich im Wasser. Deswegen musste ich hier richtig gerade sein, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass ein Amateur zu viel an der Richtung arbeitet und zu wenig an der Länge. Ja. Genau, weil am Ende ist es ein Spiel, auch vom Abschlag, wie weit soll der Ball fliegen, damit ich von dort einen Schlag ins Grün habe oder vorlege. Ja. Und wie weit ist es bis zur Fahne? Also eigentlich ist Golf ein Spiel der Länge. Das finde ich eine richtig gute Ansage, denn was so ein kleiner Tipp für zu Hause ist, man kann sich mal die Länge seines Platzes nehmen und die mal durch die Schläge teilen, die er gerne am Ende gespielt haben möchte, abzüglich der Putts natürlich. Also ich sag mal so, bei einem Par 72 Platz, wer Handicap 18 spielen will, der muss halt eine 90 spielen. Da ziehen wir mal 40 Putts ab, das wäre ja schon nicht ganz optimal, dann ziehen wir 40 Putts ab. Und dann müsste man die Länge des Platzes durch 50 Schläge teilen. Und dann kommt man meist auf eine Länge von 120 Metern. Das heißt, der Durchschnittsschlag für einen Handicap 18 Spieler müsste ungefähr 120 Meter lang sein. Und da kann der ein oder andere vielleicht überlegen, nicht immer gleich das Holz 3 zu hauen auf dem Par 5, sondern erstmal nur sagen, okay, ich halte den Ball im Spiel, denn ein Holz 3 zu hauen ist einfach eine schwierige Aufgabe. Und so könnte man sich so ein bisschen seinem Wunschhandicap annähern. Wie findest du das? Macht das Sinn? Ja, macht definitiv Sinn. Ja, also die Richtung wird auch stabiler, wenn man mehr an der Länge arbeitet, ganz unterbewusst, weil wir häufig Richtung getrainiert haben. Das ist im Unterbewusstsein drin, in der Motorik drin. Wenn wir uns Mühe geben, den Ball mal eine gewisse Länge zu schlagen, dann ist es ganz einfach. Ja. Weil ich konnte das auch nicht und habe es relativ schnell gelernt und ich konnte das wirklich gar nicht. So, und hier haben wir zum Beispiel rotes Kreuz, 82 Meter zur Anfang grün, plus 5 Meter sind 87 Meter. Ich glaube, das habe ich ganz gut eingeschätzt. Richtig? Das würde ich auch sagen. Und heute sind ja auch die Wetterbedingungen nicht optimal. Genau, regnet noch ein bisschen. Genau, und es ist sehr nass. Ne? Aber wir haben gesagt, wir wollten 80 Meter haben und haben jetzt 87 Meter. Genau. Und das ist jetzt für dich ein Gap Wedge? Das ist für mich ein kleines Gap Wedge, weil die Grüns weich sind und ich ein bisschen weniger Spin haben möchte. Und ich spiele ein ruhiges Wedge. Ich spiele es auf genau 88 Meter. Mhm. Ja. Und der ist Pin High, ne? Der ist Pin High, leicht links neben der Fahne, aber ist schnurgerade geflogen. Ja. Weil die Fahne rechts steht, attackiert man natürlich nicht direkt die Fahne, sondern lieber auf Nummer sicher und geht dann links neben die Fahne einfach, um das Wasser einfach aus dem Spiel zu nehmen. Ne? Ja, genau. Sehr schön. Vielen Dank für die erste Ausführung. Die zweite folgt zugleich. Genau, wir mal gehen gucken. Gleich nämlich mal zum Chippen über. Mal gucken, wo das Holz 3 liegt. Richtig, das Holz 3 müssen wir uns auch noch angucken. Das ist nämlich, wenn man sich das anguckt, richtig gut.
denn hier vorne ist nur eine sehr, sehr schmale Gasse. Rechts, wie gesagt, das Wasser, wie man sieht. Links hier das Semi-Rough, dann das Hard-Rough. Und der Ball ist eben mal aus, wie viel Meter waren es? Ja, 2,51 Anfang und zu fahren hatte ich dann 2,55, 2,56. 2,56. Das ist natürlich ein Schlag, der sehr riskant ist, ne? Ja. Aber wenn ich ihn brauche, dann muss ich ihn halt vorher schon mal geübt haben. Und ich werde den natürlich in den ersten beiden Runden wahrscheinlich nicht spielen. Aber wenn dann dritte oder vierte Runde ich die Möglichkeit habe, den zu spielen, dann geht das. Also hier ist er aufgekommen, genau 250 Meter plus 4 Meter nochmal gerollt. Also es ist definitiv so ein Risk-and-Reward-Shot, wo man sagt, naja, gehe ich das Risiko ein oder gehe ich das Risiko nicht ein, weil es kann plötzlich auch ein Bogey werden oder eben ein ziemlich sicheres Birdie. Muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er es braucht oder ob er es nicht braucht. Ne? Und das ist jetzt ein Eisen 6, 20 Meter Chip. Ja. Und ganz oft, der sieht ziemlich gut aus, sehr schöner Chip. Ganz oft, also was ist der häufigste Fehler bei den Amateuren deiner Meinung nach, was das Chippen angeht? Ich glaube der Loft, ne? Ja. Also es wird zu viel der hohe Loft, immer das loppische Sandwich benutzt. Ja, der Ball liegt häufig zu weit rechts und dann wird von oben drauf geschlagen. Und das ist nicht ganz richtig, nicht ganz hilfreich, nicht bei jedem. Und ich glaube, da fehlt immer viel Variation. Ja. Ja, den Ball mal aus der Mitte, den Ball mal von links, also die Ballposition, damit kann man viel verändern. Und auch ganz häufig mal ein Eisen 9, Eisen 8, Eisen 6 chippen. Ja. Warum hast du da jetzt ein Eisen 6 und eben kein Sandwich genommen? Ganz einfach, weil der Ball laufen soll. Ich möchte nicht, dass der Ball so viel fliegt, sondern dass der Ball so viel rollt wie möglich. Mhm. Weil dadurch ist die Lenkkontrolle einfach deutlich einfacher. Also im Grunde genommen hast du den mit dem Eisen 6 gespielt, damit du eine Putt-Bewegung machen kannst, mehr oder weniger. Weil die Längenkontrolle für einen Putt, das haben wir hunderte Male gemacht, das funktioniert genau. Sehr gut. Genau. Und mit dem Sandwich das Ding hochzuspielen, ist immer halt schwierig, den richtigen Spot zu treffen. Genau das. Sehr schön. Also, und wie man sieht, ist der Ball ja nun auch 20 cm, 30 cm neben dem Loch. Wäre also in dem Fall ein ganz sicheres Birdie. Genau, der und selbst der Layup, der liegt auch nur, was sind das? 3,5, 4? Ne, 3, ne? 1, 2, 3. Ja. 3, 4. 3,5. Ja. Und selbst der ist ja auch noch eine ziemlich gute Birdie-Chance. Wir auf der 17, einem Par 3. Ja. Hier gibt es dann auch obligatorisch den Porsche zu gewinnen für das Hole in One. Ich persönlich würde dir ja ziemlich gönnen. Mir selbst natürlich auch. Also wie viel Meter haben wir jetzt hier? Also genau 160 Meter. 152 Anfang plus 8 Meter steckt die Fahne drin. Mhm. Und da es ein bisschen regnet, schlage ich eine kleine 7. Ja, und ich will den Ball auf jeden Fall eher mit die Grünen schlagen und zwei Putts machen, weil es ist ein Par 3. Ich gehe auch hier nicht so sehr auf die Fahne, ja, weil einfach die Länge extrem wichtig ist hier. Und das ist 160 Meter. Also mittiger geht's kaum. Also das war jetzt direkt mittelgrün auf Höhe Fahne. Genau. Auch hier wieder ein guter natürlich, Tag. Natürlich, vielleicht kann man den Ball ja auch so verfehlen, dass er dann ins Loch geht und man den Porsche gewinnt. Aber man spielt ein Golfturnier. Und da die meisten Hole-in-Ones sind nur Glück, das weiß man. Ab und zu haut man in die Bereiche rein, wenn man sich gut fühlt, wenn man den Schlag einfach sieht. Aber ganz häufig haut man auf ein paar drei Mitte grün und macht zwei Paar und spielt das Paar. Wie viele Hole-in-Ones hast du denn schon gespielt? Zwei. Zwei Stück? Einmal mit 10 und einmal mit 22. Genau. Und es war witzig, das Hole-in-One mit 10, da war ich noch sehr klein und durfte von einem Damm tief und hatte ein Holz 7.
Und das war mit meinem Bruder zusammen. Es war auch in einem Turnier, es war ganz, ganz schön. Und das zweite Hole in One war an dem Tag, wo ich mich als Profi eingetragen habe. Es war genau der Tag, wo ich die Anmeldung abgegeben habe. Habe dann nachmittags gespielt und habe ein Hole in One gemacht. Eisen 7 in Gut Kahn. In einer Privatrunde oder in einem Turnier? Das war in einer Privatrunde. Ja, sehr schön. Aber das ist doch, also ich spiele jetzt seit 1995 spiele ich Golf. Ich warte auch heute noch auf mein erstes Hole in One. Das kann auch passieren, ja. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Hast du schon eins gespielt? Nee, leider nicht. Auch noch nicht? Ja, warte jetzt auch schon drauf. Also, am Ende gehört viel Glück dazu, ein Hole in One zu schießen. Aber natürlich, je häufiger man spielt und je mehr man trainiert, desto mehr Glück hat man. Ja, zur Bunkertechnik. Ah, hier gibt es schon Applaus. Zur Bunkertechnik. Was gibt's da von dir zu erzählen? Also ganz, ganz klar, die Schlagfläche muss auf, ne? Damit die runterrutschen, damit die unter den Ball rutschen kann. Ne? Wenn die Schlagfläche so ist, klebt sie einfach viel zu viel. Also ich sehe es immer wieder, mal schön aufmachen, Schlagfläche und dann unter den Ball hauen. Weil der Sand poppt den Ball hoch und nicht die Schlagfläche, sondern der Sand. Also du spielst den dann bewusst mit der Sohle, genau, den Bounce und dann wieder hoch. Unten durch. Das ist also der häufigste Fehler, den du bei den Amateuren siehst, ist quasi bei den Pro-Ams, die du spielst. Genau. Schlagfläche nicht weit genug öffnen. Genau, und dann gräbt sie so. Gräbt sie so rein, anstatt so. So durchzurutschen, genau. Genau. Kleine 4, ne? Steht ganz vorne, ne? Also das hier ist ja jetzt ein relativ kurzes Par 5 zum Abschluss. Ja, 480 Meter. Ich liege auf 180 Anfang plus 4 Meter sind 154. 184. Genau, ich möchte ein bisschen länger sein, also ich spiele ihn auf 190. Ich würde sagen, Mission complete. Würde ich auch sagen. Man muss immer einen guten machen auf der 18, damit man schön nach Hause gehen kann. Ne? Egal wie schlecht die Löcher davor waren, wenn man es auf der 18 schafft. Ich habe Machico Open gespielt mit Dustin Johnson. Und wir waren beide 120 Meter. Ich weiß noch genau, in Gut Kahn. Und ich hau ihn 3 Meter ran und er 2 Meter. Und dann sagt er, deiner war gut, meiner war besser. Und ich versuche immer den besten Schlag auf der 18 zu machen. Das ist meine Ansage. Da hat er recht, weil dann geht man wirklich gut nach Hause. Und ja, ich glaube, das schlimmste Gefühl ist, mit einem Bogey auf der 18 aufzuhören, oder? Ja, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Deswegen immer schön, wenn man auf der 18 ein paar 5 hat, da ist die Wahrscheinlichkeit dann auch hoch, dass man Birdie macht. Und jetzt habe ich echt 2 sehr gute Schläge gemacht. 3 war Eisen 4, es ist ein bisschen Nieselwetter. Wenn es ein bisschen trockener wird, dann kann ich vielleicht eine 5 oder eine 6 schlagen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Birdie mache. Und richtig geil wäre, wenn ich einen langen Putt zum Eagle mache. Das wäre natürlich vor allem Christian, vor so einem Stadion. Wenn da ein paar Zuschauer sind und man knallt den Ball ran, dann macht das natürlich richtig Spaß. Ne? Das ist, ja, da bin ich auch wie ein kleines Kind. Ja, das freut mich immer, da ist so viel positive Energie. Ja, und wie siehst du das, wenn dann gerade hier so viele Leute sind mit dem Adrenalin, da fliegt der Ball vielleicht auch noch ein paar Meter weiter, wenn man so ein bisschen aufgepumpt ist und aufgeregt und wie auch immer, dann denke ich, könnte das auch, wenn das Wetter auch noch besser ist, durchaus auf ein paar 5, ein Eisen 5 oder Eisen 6 als zweiten Schlag ins Grün sein, so dass dann der Eagle-Putt natürlich deutlich wahrscheinlicher wird. Genau, genau. Darauf muss man natürlich auch achten. Also das war jetzt ein Eisen 4. Aus wie viel Metern waren es noch? 185. 185, ja, da bist du ja jetzt, hast ja, wie gesagt, du wolltest ein bisschen länger. Genau. 5 Meter hinter die Fahne. Ist dir deutlich gelungen.
Das Grün hat auch nicht unbedingt eine extreme Tiefe nach hinten. Nee. Deswegen 5 Meter völlig ausreichend. 1, 2, na, vielleicht sind es auch nur 3, 4, ja, knappe 5 Meter. Ziemlich präzise gespielt. Und dann haben wir hier fast eigentlich wieder eine Birdie-Garantie und sogar die Chance auf Eagle. Gar nicht rumgekommen. Also sieht hier deutlich aus, als wäre es aus Spielersicht ein Break nach links. Aber der ist ja schnurgerade geblieben. Aber Birdie is always a good score. Ja, Benedikt. Ach, genau, üb schon mal das. Sitzt keiner drauf. Üb schon mal das Jubeln. Tip on the hat, wie man so schön sagt. Ja, wenn man Angst hat vom ersten Abschlag, warum macht man einfach nicht so, dass man vorher auf der Range oder am Tag morgens, ja, sich das schon mal vorstellt, dass man einfach einen guten macht? Dann ist man auf dem Abschlag und dann ist man nicht mehr so nervös. Oder wenn ich jetzt hier bin und einen Schlag ins Grün mache, dann stelle ich mir schon mal vor, wie das sein kann, dass ich da bin. Und produziere schon mal den Gedanken ein bisschen in die Zukunft. Und wenn ich dann da bin, ja, in der Situation, dann fällt es mir halt deutlich einfacher. Ja, das denke ich auch. Ja, Benedikt, vielen Dank, dass wir eine Runde mitgehen durften und ein bisschen was von deinem Wissen abhaben. Gerne. Durften. War wirklich großartig zu sehen, dich beim Spielen zu beobachten. Ja, wir hoffen natürlich, dass viele Leute hierher kommen. Ja, genau. Also es ist so schön und so toll, einfach nah an den Spielern dran zu sein, wie die ihre Routine machen, wie sie sich vorbereiten, wie sie Bälle treffen, dass sie auch mal schlechte Schläge machen, wie sie damit umgehen. Gar nicht so den Ballflug angucken, sondern gucken, wie die damit umgehen, die Spieler. Ja, das macht sehr viel Spaß. Manchmal merkt man gar nicht oder sieht man gar nicht an der Reaktion, dass es ein guter oder ein schlechter Schlag war. Und jeder kann sich einfach hier von der tollen Atmosphäre auch inspirieren lassen. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Ich muss auch nochmal sagen, Leute, wenn ihr richtig gutes Golf sehen wollt, dann müsst ihr hier nach Winsen-Lue kommen diese Woche, um unter anderem Benedikt zu unterstützen natürlich, dass er die deutsche Fahne hochhält und ein hoffentlich gutes Ergebnis einfährt. Das würde ich dir auf jeden Fall wünschen. Vielen Dank. Du bist ein sehr sympathischer Typ. Ich drücke dir auf jeden Fall beide Daumen. Und ja, auf jeden Fall kommt hierher, schaut es euch an. Hier ist ein super Areal aufgebaut mit Merchandising und so weiter und so fort. Also, wenn ihr gutes Golf sehen wollt, dann müsst ihr diese Woche herkommen. Alles klar. Ciao.